Wir haben heute Abend eine illustre Runde von hochgeistigen Leuten. Den ersten sehen Sie hier sitzen. Der zweite kommt gleich. Er steht schon hinter dieser Pappwand. Das ist das Leben der Zirkuspferde. Wir freuen uns auf Hubertus Meyer-Burkhardt. Ja, sehen Sie, da ist der Intelligenztest, der ist zu blöd und weiß nicht, wo er sich hinsetzen soll, ja? Genau. Hubertusjacht, das kenne ich noch aus meiner Kindheit, da haben wir Wildschweine abgeschossen. Bei der Hubertusjacht. Ja. Warum lebst du noch? Meine Blume war zu klein. Dein Pürzelchen. Mein Pürzelchen. Dein Pürzelchen. Ja. Ich habe mal gelesen, auf dem Tag genau fast jünger, 15 Jahre als ich. Warum sieht man das nicht? Macht diese Branche so kaputt, dass man also... Du weißt, ich bin 50. Doch, 50? Ja. Aber 56 geboren. Ja, jetzt musst du, jetzt kommst du dran. Ach, wenn wir die Sendung noch mal in vier Jahren wiederholen? Nein. Ach so, ja, okay. Nein. Ja. Es kommt nichts, ne? Ja, gar nichts. Aber... Doch egal. Du sitzt auf dem Platz, wo vor 14 Tagen Olaf Kracht gesessen hat, der Loser. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Ja. Oh. Ah! Ja, nein, das ist... Kann ich vorstellen. Auch ins neue Jahr gerutscht, unsere Sissi Pitz, ja. Nicht durch Schüttelrost gefallen, ja. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja, ich begleite euch. Gut, dass du wieder weggehst. Also nein, also... Prost, Hubertus. Prost, Karl. Darf ich dir als Jüngerer das Du anbieten? Na gut. Ja. Na ja. Woher? Oder ich komme. Ja. Nein, bitte nicht. Wann kommst du immer? Ich komme. Täglich. Woher kommst du wann überhaupt immer? Ja. Du hast ja in den Fernsehkreisen so einen Ruf, dass du auch nichts anbrennen lässt. Wieso auch? Wie Teflon. Wie Teflon. Teflon. Ja. Ja. Kennst du Teflon? Montara ist das. Auch Teflon, der andere Sportreporter, den ich mal vor Monaten eingeladen hatte. Schöne Hose hier vorne. Ja. Da sagen Sie mal, gibt es die auch in Ihrer Größe, diese Hose? Ja. Ja. Dieser kleinkarierte Typ, so eine großkarierte Hose. Auch hier die Weste? Ja, in der Weste nichts Neues. Nehmen Sie doch mal raus, was haben Sie denn in der Weste? Sind Sie Westenträger? Du bist von der russischen Modewoche. Ja. Der Mann kann nicht reagieren, der hat eine Weste an, der ist blöd wie ich. Stimmt. Ja. Warum, warum stößt du dich immer so an Leuten, warum schnappst du dir immer so die Schwächlinge raus? Prost. Prost. Komm, müssen wir durch. Erzähl mal ein bisschen deinen Werdegang. Du hast mit 26 Jahren deine erste Injizierung gemacht im Renaissance-Theater. Stimmt. Und zwar das Stück... Der Kontrabass. Der Kontrabass von Patrick Süß. Kind. Ist das der unehelige Sohn von Rita Süßmuth? Oh, achso, ja. Patrick Süßkind, Kontrabass, ist ein Dauerrenner. Stimmt. Kann man nicht in den Sand setzen als Regisseur. Muss man kann ziemlich, man so schlecht, blöd sein, ja. Muss man sehr blöd sein, um das... Ich hab's trotzdem geschafft, ja. Ach, das lief nicht? Nee. Theater, Assistent von Boy Gobert in den 80ern, frühen 80ern und dann in die Medien. Wie kommt man dann in die Medien? Ist ja heutzutage nicht schwer, aber erzähl mal ein bisschen. Du... Interessiert doch eh keinen. Doch. Ja? Doch. Zwei Leute. Meine Familie, meine Schwester, mein Bruder sitzt drin. Ist deine Schwester drin? Ja, meine Schwester ist drin. Wer ist das? Inge. Inge? Wo ist Inge? Inge sitzt da. Hast du auch mit dem Dall? Auch? Nein. Na, geborene Dall, die hat geheiratet, die ist ja nicht schwul. Ja. Sie sind Inge Dall? Ja, geborene Dall, die heißt jetzt Nagel. Nagel? Ja. Von Nageln. Auf was für ein Niveau begibst du dich? Inge ist meine Zweitältere. Frau Nagel. Ja. Er hat sich deinen Namen merken können. Ja, stimmt. Obwohl Abitur Hessen, ne? Was schon ganz gut ist. Hubertus Meyer-Burkhardt, jetzt wollen wir doch mal ein bisschen niveauvoll werden. Woran liegt es, was Sie machen? Was machen Sie im Augenblick? Was machst du? Ja. Und du? Hier, sitz hier, unterhalte mich
mit ätzenden Talkgästen. Okay. Ja. Sag mal, Karl, wo kommst du eigentlich her? Ich bin in Emden geboren. Wo zur Schule gegangen? Ich meine, ja, da müsste ich jetzt 10 Städte aufzählen. Ja. Ich habe verschiedene Schulen besucht. Ja, Waldorf, das Waldorf-Gymnasium. Wie war das damals mit den Mädels? Schwer. Es war sehr schwer. Ich hatte mein erstes Erlebnis, da war ich 12. In Ostfriesland ist der Stein alt. Ne? Nein, ich meine, wollen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, mit den Mädels, das war damals in den 50s so eine heiße Nummer, dass jemand da überhaupt rankam. Ich hatte kein Auto, ich hatte ein Fahrrad. Und hast du mal hinten gesessen, oder? Nein, und dann kann man ja auch nur, nein, da kann man ja auch nur eine Frau kennen, die auch ein Fahrrad hat. Man muss also am besten die gleiche Gierike, war damals die gleiche Marke, Gierike oder... Die gibt es heute noch, ne? Ja. Wollen wir einen Werbeblock abrufen? Ja, ne? Schon noch zu früh, Herr so. Robertus. Nein, du wirst wissen, wie das damals mit Mädels gelaufen ist. Ja, dich haben sie gehänselt in der Schule, weil du Hubertus heißt. Richtig. Und du, wie war es jetzt bei dir? Ich weiß, dass mindestens immer eine voll zu mir gestanden hat. Von tausend. Oder du zu ihr. Nein, es war einfach so, es gibt einen Menschen immer, der steht zu dir. Das macht ja auch nichts. Man braucht die Damen ja haben zu dir gestanden. Die Damen, was sind denn Damen? Entschuldige mal bitte. Nein, jetzt sag ich ganz einfach mal, da war natürlich die Ramleiner-Klasse, die schon vorzeitigen, ja, du gehörst nicht dazu, dazu bist du hässlich. Da gab es in der Klasse halt die Jungs, die, naja, denen man es sehr leicht gemacht hat. Und du ich warst könnte, so eher der Tröstertyp. Ich könnte mir vorstellen, dass du aufgrund, wenn ich jetzt mal so 30, 50 Jahre zurückblicke, vielleicht auch ein, gar nicht mal so ein unhübscher kleiner Junge gewesen bist. Denn die Frauen lassen sich ja nur mit Männern ein, wo sie denken, der tut mir nicht weh. Vor 2 Wochen war noch Tina Ruland hier, ne? Ja. Ja. Die hat ja einen schönen Mann gehabt. Ne? Mhm. Na, da kannst du dir eine Scheibe von abschneiden. 2 Wochen sind vorbei. Was ist denn so mit deinem Sexualleben, wenn du jetzt schon anfängst, über andere zu lästern? Du, ist schön, also... Wie Martin Luther gesagt hat, 2-mal am Tag? Mindestens. Ja. Ja, wie bei dir. Also... Du musst mich mal einen Moment entschuldigen. Ich muss mal Kommt eigentlich auch noch eine Dame heute Abend? Ich gehe mal davon aus. Wollen wir die nicht mal holen? Noch nicht, nein. Wir müssen jetzt erst einen Mann abrufen. Dieser Mann steht hier schon, und zwar ist es der kommende Mann, also mein Nachfolger von Sat.1. Dieser Mann hat Sendungen schon gemacht und er macht demnächst, jetzt in diesem neuen Jahr, die Vorsicht Kamera. Sie kennen ihn alle. Dieser Mann ist ein wahnsinnig guter Mann. Ich habe ihn heute das erste Mal kennengelernt. Er macht zum Beispiel ganz tolle Sachen. Du musst ihn dann gleich mal fragen, was er macht. Ja? Verstehe dich, der kommende Mann. Der kommende Mann, ja. So. Er kommt jetzt zu uns. Wir freuen uns auf Philipp Gassmann hier in Jux und Dallerei. Hammer, Herr Burkhardt. Hattal. Ja. Der schwitzt ja. 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 Philipp Gassmann macht jetzt die Candid-Kamera, Vorsicht-Kamera. Ja. Was damals schon der legendäre Kurt Felix mit Paula. Da hast du ja auch im Hintergrund immer so rumgefuhrwerkt. Wo bleibt denn beiden, unser Filmvorführer? Dann hat es. Apropos, du, stimmt eigentlich dieses Gerücht, dass Kurt Felix immer noch nicht eröffnete Autobahnteilabschnitte abläuft? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Das spricht ja wahnsinnig für ihn. Na, gut, aber gut. Ja. Da schneiden wir jetzt einen Lacher hinter. Nee, ist klar. Nee, ist klar. Ihr macht also für die nachtschlafenden Blinden und Gehörlosen so ist also, das, Fernsehen, die versteckte Kamera. Die versteckte Kamera? Oder der versteckte Kamerad, oder wie heißt das? Achtung, Kamerad, nein, das ist was ganz anderes. Nein, so. Aber Vorsicht, Kamera, ja. Ja, da bist du der sogenannte Präsentator. Präsentator, Moderator, Aktivator, was auch immer. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich trinke auch aus, vielleicht kommst du noch mal wieder. Ja, Prost, dass wir noch 2 Bier bekommen, ja? Ja. Oder mindestens 3 für mich. 3. Ja, ich moderiere das. Ich mache auch mit, ich löse auch mit diese Streiche auf. Und das macht sehr viel Spaß. Und es ist eine tolle Sendung geworden. Schauen Sie sich bitte an. Also ich
Ich habe was gegen schräges Fernsehen. Ich bin überall. Ramela ist weg. Pamela ist weg. Haben in Deutschland eine Kamera versteckt. Vorsicht, Kamera. Das ist meine Show. Ja, danke, danke, danke. Es ist nie zu spät für Vorsicht. Auch wenn es sehr spät ist, meine Damen und Herren, ja. Es ist, glaube ich, 23.45 Uhr oder 35. Ja, wenn es Reinemakers überzieht, nachts um drei. Ich habe mal früher haben wir mal ein Lied gesungen in Insterburg, wer hat Angst, wenn der Gassmann kommt? Mhm, ja. Wenn der Gassmann zweimal klingelt, ja, das gibt's auch. Na, das ist was anderes. Ja. Ja, der Briefträger, das ist ja mit... Mit Jack. Jack Nicholson. Mhm. Nein, also der Gassmann... Und Meryl. Bei uns in Berlin gibt es den Gassmann, den Lichtmann. Mhm. Hörst du überhaupt noch zu? Nee, aber trotzdem, erzähl weiter. Da wurde noch an der Tür abkassiert. Ja. Also wurde die Gasuhr gelesen, wenn man sich also das Zimmer geheizt hat mit dem Gasofen. Da bin ich beinahe mal bei draufgegangen. Ich was also, du sagst, das wurde bis in die 20er Jahre noch gemacht. Nein, ne? Ich habe den Gasofen aufgemacht, um die Wohnung zu heizen, wo man sonst backt. Wo andere Frauen backen, habe ich den einfach aufgemacht und bin dann eingeschlafen. So arm warst du dran da. Ja. Ich frage mich, wie alt du warst Straßensänger warst du da, ne? 63. Ich frage mich, wie alt du bist. Das hast du da. Woher weißt du das? Noch so nur. Du hast dich informiert. Na, ein bisschen muss man ja, ein bisschen bewaffnet in die Schlacht ziehen, nicht? Ich habe Bänkelgesang an der Straße. Nee, das denke ich mir. Mit einer Orgel da. Wir würden jetzt ganz gerne eine Frau einladen. Gerne, ja, wir freuen uns auf diese Frau. Weil das haben wir uns ja jetzt alle verdient. Ja, absolut. Ja. Absolut. Komm. Absolut. Diese Dame, ich habe in der Frauenzeitung Petra, da war es die Freundin oder war es die Brigitte? Elke. Nein. Habe ich also einen Artikel gelesen von einem Mädel, 32 Jahre, Mutter. Irgendwo in Bayern, bewirbt sich bei Game-Shows, so mit einem netten Brief und war schon in 3 oder 4 Game-Shows drin und das war ein Grund für uns, sie einzuladen als die typische Sat.1-Zuschauerin, die natürlich auch andere Kanäle guckt. Wir freuen uns heute hier in Jux und Dallerei auf Heidi Zitzmann. Heidi. Na Heidi, nun Sitzmann. Heidi Sitzmann. Ja, gut. Ja. Heidi Sitzmann, Hausfrau, Mutter, 32 Jahre, 2 Kinder und Gameshow Profikandidatin, kann man sagen? Na, Profikandidatin, ab und zu halt mal, weil Spaß macht. Wie, darf ich jetzt einfach mal so du sagen? Na klar. Wie bewirbst du dich bei so einer Gameshow, wenn du da mitmachen möchtest? Bisschen netten Brief, nettes Foto. Ich weiß nicht, ob es sowas von dir gibt, aber von mir schon. Also, Briefe kann man von mir schreiben lassen, aber ein Foto von mir machen, da kann ich also kein Ghost-Foto nehmen. Dann schickst du ein Foto hin und bewirbst dich zum Beispiel bei? Bei Glücksrad zum Beispiel. Die war im Glücksrad. Wahnsinn, Wahnsinn. Hast du dann abgeräumt im Glücksrad? Ja, ich war zufrieden. Wie viel hast du denn da mit nach Hause? Geht es dir um den Gewinn oder einfach nur um dabei sein? Eigentlich ums dabei sein. Es macht sehr viel Spaß und ist ein bisschen Abwechslung im Hausfrauen da. Fühlt sich heute Abend gut, ja. Hier gibt's nichts. Wenn du jetzt zum Beispiel beim Glücksrad so 2.000, 3.000 Mark oder so ein paar Kaffeemaschinen mit nach Hause nimmst. Einen Staubsauger habe ich gewonnen, so einen kleinen, weißt du, für die Brösel. Für was? Für die? Brösel. Brösel. Brot, Krümel. Ach, Brotkrumm. Oder wer hat so die, denn? Die Schuppen zum Wegsaugen. Schuppen oder ich war damit gemeint. Schuppen oder Schuppen. Heidi. Toll. Ja, ja. Lass doch mal ruhig, Mensch. Und dann gehst du dahin und wenn du jetzt wieder in dein Dorf zurückkommst. Kein Dorf. Das würde ich so nicht auf mir sitzen lassen, ja. Mit dem Dorf. Das würde ich so. Weilheim ist eine richtige Stadt. Wo liegt denn Weilheim? Genau zwischen München und Garmisch-Partenkirchen. Das werden wir uns langsam mal merken. Weilheim. Und da kommst du jetzt zurück in deine Straße und hast jetzt fürchterlich im Glücksrad abgegriffen. Du warst auch schon mal bei einem Tag wie kein jeden anderer. Tag auf einer anderen, oder wie hieß die Sendung? Ja. Gibt's nicht mehr. Und jetzt hast du so kleine Preise und wirst eigentlich, sagen wir mal, in der Straße so ein bisschen prominent. Wie lebt es sich damit? Das würde mich mal persönlich interessieren.
Auch ganz gut. Ja? Mhm. Sagen Sie, guten Tag, Frau Zitzmann, wir haben Sie gestern gesehen oder so. Ich kenne in Weilheim sehr viele Leute und schon sehr lange und doch, das ändert sich eigentlich gar nichts. Hat sich nichts geändert? Nein. Das ist positiv. Wie setzt du denn so einen Brief jetzt auf, wenn der Brief jetzt geschrieben wird? Ich schreibe so ein bisschen was über mich, über meine Familie, über Hobbys. Was für Hobbys hast du denn? Bobfahren zum Beispiel. Bitte? Bobfahren. Bobfahren. Sorry. Alte Sau. Bobfahren heißt ja. Das. Ja. Halt verstanden. Bockfahren. Wie Bock? Nee, ich habe auch verstanden. Bock. Hat auch Bock verstanden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch Bock verstanden. Nein, also, ja. Nee, also so richtig im Eiskanal runter. Ja. Das macht Spaß. Ich bin früher auch Bob gefahren mit 10,5 dann. Du bist abgetalkt. Ja. Was heißt das? Abgetalkt heißt das. Ich habe gerade Heidi Zitzmann. Dann gehe ich. Du bist natürlich verheiratet und hast eine, wie sagt man, die gesamte Harmonie stimmt. Ja, doch. Zwei Kinder. Wie alt? Die Stefanie ist 5 und der Florian ist 3 Jahre. Mhm. War ich mal vor 4 Jahren in Weilheim? Also, du müsstest dich mehr daran erinnern als ich. Überhaupt keine Ähnlichkeit vorhanden. Schade. Die gehen noch in den Kindergarten und so. Ja. Jetzt wollte ich mal wissen, wie geht diese Mini-Karriere jetzt so weiter? Durch die vielen Fernsehsender hat man ja die Möglichkeit. Bist du ruhig? Ich hab nichts gemacht. Durch die vielen Möglichkeiten hat man natürlich so die. Man ruft an, man fragt, man schreibt einen Brief, man bekommt eine Antwort. Das dauert dann wieder ein paar Wochen, bis die. Man wird gecastet. Mhm. Casten heißt, mit einer Videotenkamera kommt so ein Team und filmt einen ab. Mhm. Was fragen die einen so? Na, eben über Hobbys. Gar nichts. Über Hobbys? Das mit dem Bock. Über Hobbys. Über Hobbys. Mhm. Die wollen also wissen, wie locker man sich vor einer Kamera bewegt und benimmt. Ja? Wie geht das denn jetzt so weiter? Versprichst du dir dann in irgendeiner Form eine Karriere? Nein, überhaupt nicht. Ich mache die Sachen eigentlich nur, weil es mir einfach Spaß macht. Und wenn ich dabei sein kann, dann mache ich das. Und wenn nicht, macht es auch nichts. Wenn das jetzt zum Beispiel, wie viele Auftritte hast du mit dem heutigen gehabt, den 4. sag ich mal, nicht? Nein. Nein. Na. Ja, ich spreche auch eine Sprache, die du nicht beherrschst. Ich spreche auch eine, die du nicht beherrschst. Nein. Wir laden uns manchmal Leute aus der Ex-DDR, aber heute aus Bayern eine ein. Ja? So. Ja, wie geht das denn so weiter? Die kommen dann und fragen, was haben sie für Hobbys, wie viele Kinder haben sie und so weiter. Genau. Und dann kommt irgendwann der Brief vom Glücksrad. Du kennst also Peter Bond persönlich. Ja, genau. Weißt du, weißt du, was der früher für Filme gemacht hat? Ich weiß. Oh Gott, wenn er das sieht. Haben Sie gewusst? Also, ich kann nur Positives von ihm sagen. Alle, die mit ihm gedreht haben. Alle, die mit ihm gedreht haben. Ach so. Wir sind echt Profis. Wie ist das, so ein Adrenalinstoß? Tut das weh? Nein. No. Wenn man jetzt zum Beispiel als einer, der noch nicht so oft vor der Kamera gesessen hat, das Rotlicht, man weiß, so und so viele Millionen Zuschauer schauen zu, hast du da gar keine Hemmung? In der Ruhe liegt die Kraft. Toll, muss ich sagen. Wie viel Mark bist du denn reicher geworden durch diese ganzen Game-Shows? Immer ein paar Mark. Hat man dafür sich schon ein Eigenheim schaffen können? Das habe ich vorher schon gehabt. Ja? Was sagt dein Mann zu diesen Eskapaden? Ja, ich finde es gut, solange es mir Spaß macht. Hm? Ist er da? Nein, dafür waren die Reisespesen nicht mehr drin, Hubertus. Ja. Ich möchte mir ganz gerne mal da hineinversetzen. Was treibt einen dahin, sowas zu machen? Doch eine gewisse, dass man bekannt werden will oder dass man... Nein, eigentlich überhaupt nicht. Nicht? Einfach der Spaß, dabei zu sein. Es ist ein solch tolles Erlebnis, bei so einer Spielshow dabei zu sein. Und bei uns gibt es aber nichts zu gewinnen hier heute. Ja. Hat man Ihnen das schon gesagt? Ja. Applaus
Man muss ja alles mal ausprobieren. Außer zwei Männer, die heute sowieso alleine in die Kiste gehen hier. Ja, Heidi, Mensch. Ich, schon hart, ne? Als Journalist, Hubertus, gebe ich dir noch eine Frage. Was du, Heidi, als Journalist, wenn du jetzt noch so wie so hättest, wie, was würdest du jetzt noch fragen? Ist natürlich jetzt so eine andere. Schwer, ne? Welche Show ihr am besten gefallen hat bis jetzt? Das wäre doch mal eine richtig konstruktive. Ach, das ist ja Hubertus. Hubertus, mach du es. Nee, ich würde noch bei dem Thema mit Peter Bond noch ein bisschen dran bleiben. Ach, du Schweine und Peter. Nee, ne? Immer nur die. Immer die. Es ist doch ätzend irgendwie. Das kennst du nicht auch? Immer. Das, was wir jeden Tag machen, darüber muss man doch nicht reden. Ja. Haben Sie eigentlich mal die alten Filme von Karl Dall gesehen? Ja. Kommt das noch? Komm, wir gehen. Das. Ich hab mir die gut gefallen. Ich fand, das waren noch deutsche Filme, die das Publikum erreicht haben. Aber schnell wieder verlassen. Ich habe Kunstfilme gemacht, die hast du nie gesehen. Du mit deiner Foto- und Filmfachschule. Ich habe ein BW. BW, besonders wertvoll. Für einen Kurzfilm. Wie hieß der? Ich war für den Grimassenpreis vorgezogen. Das war ja, da bist du noch mit der Raschel und Weihnachtsbaum rumgelaufen. Ich sage nur, ich habe auch Kunst gemacht. Es bringt nur leider nichts. Du machst doch immer noch Kunst, Mensch. Du machst doch immer noch Kunst. Habe ich mit dir geredet? Nein. Also, komm. Wie findest du denn diese Runde, wo man nichts gewinnen kann hier? Ja, ganz amüsant. Würdest du auch morgen, wenn du wieder eingeladen wirst bei Peter Bond, nächsten Monat und irgendwann, sagen, das war ja toll bei Karl Dall? Nicht lügen. Naja. Aber auch ein bisschen nett sein. Nee, es macht schon Spaß, ja, klar. Es macht Spaß. Ja. Das finde ich toll. Finde ich gut. Das so ist, ja. Ist ja auch eine schöne Sendung. Ja, ja. Finde ich eine tolle Sendung. Mit wenn die Gäste okay sind, da hat man eigentlich nichts auszusetzen. Ja. Aber man ist da vorher ja nie drin. Ja. In ihm steckt ein großer Künstler. Nein. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Mann. Oh, eine Überleitung, wie sie in den Büchern steht. Oh, oh. Apropos Mann. Eine Überleitung, wie sie in den Büchern steht. Sie haben jetzt als Vorgruppe drei Personen kennengelernt und jetzt kommt der absolute Highlight des Abends. Dieser Mann hat den Weg gefunden, auf den wir ihn gleich fragen werden und sagen, war das alles richtig, war das damals okay? Dieser Mann ist, wie sagt man, etwas gereift zum Prediger geworden. Er hat in den Ende der 60er Jahre als Schlagersänger in Deutschland gearbeitet. Heute ist er in Los Angeles und wir freuen uns auf Christian Anders. Christian, etwas wie ein Guru? Nein. Ich habe mir vorgenommen, also jetzt zum Beispiel, wenn ein Mensch sein Wesen verändert, er ja nie, er war immer nur so. Wir erinnern uns aber alle gerne an deine alten Lieder, damals in den 60er, 70er Jahren, Millionen Hits gewesen und dann kam der große Ausstieg, dann kam auf einmal die Frage, wer ist Christian Anders? Weiß ich bis heute nicht. Hast du damals schon keine Antwort gewusst? So ist es. Aber ich war damals auf der Suche nach mir selbst. Ich war mir nicht mehr sicher, wer ich überhaupt war. Hast du dich denn jetzt gefunden? Ich bin immer noch auf der Suche. Aber ich musste damals... Viel Zeit hast du ja nicht mehr. Danke. Denn wir gehen ja jetzt langsam in die Zielgerade, so Christian. Ist es. Aber wir werden ja wieder reinkarniert, das weißt du ja nicht. Du kommst ja wieder. Ich auch? Du auch. Gerade du. Ihr könnt euch auf einiges gefasst machen. Ja. Nein. Wir wollen doch jetzt mal nicht gleich alles so in den Dreck ziehen. Reinkarniert heißt, es gibt wieder ein Leben nach dem Tode. Es heißt eigentlich, du bist eine Seele, die einen Körper hat. In diesem Leben hast du diesen Körper, in einem nächsten Leben hast du einen anderen Körper und so geht das immer weiter, aber es ist die gleiche Seele. Und das Wort Genie zum Beispiel ist erklärt dadurch, dass man viele Leben lang dasselbe gemacht hat. Gibt es denn ein Ding, wo du dich dann an ein früheres Leben erinnern kannst oder das ist ja sehr selten? Zum Beispiel, wenn man jemanden trifft, den man sofort mag,
oder den man sofort nicht mag. Das ist meistens ein Zeichen, dass man mit dieser Person bereits in vergangenen Existenzen zu tun hatte. Das ist eine Art des Wiedererinnerns. Ich weiß nicht, warum da hinten so dreckig gelacht wird. Ja? Ich glaube, wir Menschen werden gerne geboren, wir gehen gerne in den Kindergarten, lassen uns gerne von unseren Müttern wickeln und so weiter. Aber krepieren tut keiner gerne und schon lange nicht im Altenheim oder irgendwie so. Ja. Hast du Angst vor dem Tod? Nein, weil ich weiß ja, ich war schon mal da. Vor dem Tod. Und komm wieder. Brauchst du nicht haben. Ja, aber wenn das so lange dauert und es so ätzend und so. Ja. Nee, aber dass ich wiederkomme, ist klar, denn kommt sowas hier. Wie mich, darauf kann die Gesellschaft nicht verzichten. So ist aber gibt es, ich meine, wenn man weg ist, woher weißt du, dass da oben oder dass da, wenn das die Energie bleibt, ja? Ja. Plus der Körper verfällt. Energie, bitte? Der Körper. Ja, also nach den esoterischen oder den metaphysischen Gesetzen gibt es überhaupt keine Materie, sondern nur Bewusstseinszustände. Das sind alles Bewusstseinszustände. Und so dein Körper, der wird abgelegt und diese Energie, also wie du es gesagt hast, die zieht sich zurück, wie man in der Kirche sagt, in den Himmel, also in einen Ruhezustand, wartet ein bisschen und dann kommt die wieder in einen nächsten Körper. Du heißt gar nicht mehr Christian Anders, sondern... Lanu. Lanu. Ja. Jetzt muss ich Lanu, was soll das überhaupt? Nein, was heißt Lanu? Lanu heißt Schüler. Das ist richtig, ja? Schüler von wem? Von welcher Lehre? Der Theosophie. Das ist also eine Gesellschaft, die hat über 200 Millionen Mitglieder in der Welt. Und das Theosophie? Ist ja, Theosophie. Hast du Ahnung davon? Nein, ich habe ein Buch gelesen, ja. Gerade heute Blavatsky ist die Neubegründerin der Theosophie. Und das ist in Amerika auch sehr stark. Und da sind die Leute daran interessiert, die wollen halt Antworten haben auf Fragen, Probleme, die sie mal lösen können aus einer anderen Sicht, als bisher angeboten wurde. Ich muss mal eins sagen, da ich dich ja nun schon seit 1969 kenne, da gab es Lieder wie zum Beispiel... Ja, schon wieder ein Fan. Mhm. Barry, hast du es drauf? Welche Dur war das? C, glaube ich. C. Würdest du das heute noch singen? Ja. Dein C. Showblock. C. C. Es fährt Lando. Ein Zug. Nach nirgendwo, mit mir allein als Passagier. Mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich weiter weg von dir. Oh Maria! Ich hab dich lieb, so, komm. Ich hab dich lieb, ich glaube mir, was auch immer mit der anderen war, das ist und so weiter und so weiter. Klingt das, danke. War das damals, er spielt ja prima, aber war das damals schon... Er singt auch prima. Ja, war das... Bravo, bravo. Danke. Sanu, war das damals schon ein Vorbote mit dem Nirgendwo, ich weiß nicht, wohin es geht oder so? Ich habe dich immer als sehr ernsthaften Menschen kennengelernt, auf Flughäfen, auf ja. Partys. Ja? Wenn du mit deinem Hermelin aus deinem Rolls-Royce kamst. Ja. Ja, war ja so. Ja, ich hab du hast mal ein Leben geführt mit Rolls-Royce, Chauffeur und Bodyguard. Ja. Es gibt Filme vor 20 Jahren, da hast du genau begründet, warum ein Mann wie du einen Rolls-Royce fahren musst. Und dann hast du 8 Monate in Santa Monica im Müll gelebt, mit so einem Wagen, so ohne ja. festes Zuhause. That's right. Das war doch ein Abstieg oder war das für dich ein Aufstieg? Es war so eine Art Abenteuerurlaub, würde ich fast sagen. Also ich musste einfach mal Schluss machen und wollte, wie gesagt, wieder mit zu mir selbst finden. Und da wollte ich in eine Gegend hingehen, wo mich also keiner kennt und wo ich also völlig neu anfange. Und da habe ich also ein paar Mark mitgenommen, $150, glaube ich, und bin nach Los Angeles gegangen und war da in der Tat ein paar Monate zunächst mal am Strand geschlafen. Ja. Es ist ja nicht so kalt im Sommer da. Ah, im Winter, ja, aber nachts kann es schon mal sehr recht kühl werden. War nicht auch mal ein Lied von dir? Nachts ist es draußen als gestern? Nein. Das war der Roland Kaiser. Das ist ja. Ich glaube noch andere Lieder, wie zum Beispiel... Einsamkeit hat viele Namen. Ja. Geh nicht vorbei. Geh nicht vorbei. Der Junge, der ist recht für... Der werde ich als Promotion. Der werde ich als Promotion. Ja, ja. Hubertus. Geh nicht vorbei. Da du aber dich nicht scheust, heutzutage diese Lieder noch mal zu intonieren, ja. darf man davon ausgehen, dass du dich... dieser Zeit nicht schämst damals mit dem Hermelin und dem Rolls-Royce. Nein, aber vor allem die Lieder, muss ich sagen, es fährt ein Zug nach nirgendwo, war irgendwie auch schon ein bisschen metaphysisch oder esoterisch, denn nirgendwo ist ja etwas, ja, wo ist das, nicht? Irgendwie fragt sich jeder, wo gehe ich denn eigentlich hin, wo komme ich denn her? Wo ist er denn überhaupt hingefahren?
Der fährt immer noch. Ach, der fährt immer noch. Geh nicht vorbei. War das auch C-Dur? Nein, das war G-Dur. G-Dur. Mhm. Das schaffen wir nicht. Als ich dich fand, ging eine Sonne auf. Und der Himmel war so nah. Und deine Augen versprachen mir so viel. Meine? Ja, genau. Was ich noch niemals sah. Soll ich jetzt weitermachen? Nein, aber ab jetzt kostet Geld. Obwohl du dein Äußeres so verändert hast, ist deine Stimme noch gar nicht brüchig geworden. So ist es alles noch da. Bist du eigentlich glücklich? Kann man sagen, dich kann nichts mehr erschüttern. Wir können dich ankäsen bis zum Gehtnichtmehr, dich erschüttert nichts mehr. Ja, ich habe durch die Esoterik und vielleicht auch einfach so durch mein Leben, bin ich in einen Zustand gekommen, wo ich also eigentlich ein gewisses Glück in mir fühle, unabhängig von Personen und Dingen. Also es muss nicht unbedingt etwas passieren. Ich fühle mich auch so ganz wohl. Was ist mit Alkohol, und Nikotin, Weiber, nichts mehr? Ich Nun, das stresst natürlich fürchterlich ab, nicht? Ich habe von einem Tag auf den anderen, ich habe zwar früher mal getrunken, ich habe von einem Tag auf den anderen aufgehört und... Ich rede ja nicht nur vom Saufen. Also du redest auch vom... du meinst auch... Fleisch essen und Fleisch ist Lust. Ich wusste schon, dass du das... Nein, muss ich aber fragen, weil das natürlich... vieles, wie sagt man, was einem sonst so beschäftigt wird, aber man hat viel Zeit für sich, wenn man nicht jetzt andauernd, du weißt schon. Ich weiß schon, was du meinst. Ich finde, Steak fressen muss. Ja, also Protein ist ja auch in der Pflanze, wie du weißt. Mit welcher lebst du denn zusammen? Hast du einen Partner oder eine Partnerin, mit der du zusammenlebst, oder bist du allein? Ich bin verheiratet, ja. In Los Angeles. Verheiratet? Ja. Schönen Gruß an meine Frau Lynn. Hallo Lynn. Hallo Lynn! Die wird dann eine Kopie sehen in Amerika. Hallo. Lynn, this is a good friend of mine, Carl Dahl. Hallo Lynn. Nimmst du mich? Der alte Sack kommt nächste Woche wieder. Ja. Jetzt kriegst du Angst langsam. Ich wusste nicht, ich dachte, so einer wie du, der sitzt nur noch alleine in irgendwelchen Räucherstäbchen mit zugezogenen Vorhängen und so weiter. Ist also doch wieder so Bratkartoffeln angesagt oder so. Nein, was ich immer. Diese normale bürgerliche Hausfrauennummer. Nein. Was ich im Augenblick mache in Los Angeles, ich habe eine Fernsehshow dreimal wöchentlich. Herr predigt auf dem Also, wir haben ja keine Gurus und Prediger, wir haben nur Sprecher. Nicht die Theosophie hat ich spreche. Und singe auch ein paar Lieder und die Leute rufen an und stellen manchmal sehr tiefschürfende, ernste Fragen. Wie zum Beispiel? Zum Beispiel, ich möchte gerne abtreiben, was passiert nach der theosophischen Lehre. Kannst du mir da irgendwie helfen, nicht? Okay, da also schon sehr ernsthaft rein. Und dann, wir sagen also nicht, sollst es tun oder nicht, aber wir sagen zum Beispiel, was passiert der Seele nach der Abtreibung des Kindes und der Mutter? Kannst du darüber, wie sagt man, Ratschläge geben? Ich sage nur, was passiert. Ich sage also nicht dann dieser Person, mach's bloß nicht oder mach es nicht, so weit gehen wir nicht hinein, sondern ich sage eben nur, was der Seele eines Menschen, wir gehen davon aus, der Mensch hat eine Seele, gut. Andere sagen das nicht so. Aber wir sagen, dass in einem solchen Falle eine Frau, die das macht, in einem anderen Leben manchmal sich sehnlichst ein Kind wünscht und dann es nicht haben kann, weil eben diese Gegenreaktion reinkommt. Ja, aber nur, du musst ja mal davon ausgehen, dass die Leute, die auf so einem Channel abends anrufen, manchmal in sehr verzweifelten Situationen sind. Ja. Sehr schön manchmal. Aber manchmal ist es auch lustig und unterhaltsam. Ich singe auch ein paar Lieder immer dazu. Aber doch, du nöst doch nicht diese Sachen, die wir hier machen. Nein, diese... Neue. Go Not Away, oder wie heißt es in Amerika? Hast du die deutschen... Neue Lieder. Deine deutschen Lieder, hast du die eingeenglischt in Amerika? Nein, ich habe also die esoterische Lehre umgesetzt in ein bisschen kommerzieller Form in Liedern. Das klingt sehr schön. Ich habe einen deutschen Reinkarnationssong gemacht. Für meine deutschen Zuschauer in Amerika, du weißt ja, 50% aller Amerikaner sind ja deutscher Herkunft. Irgendwo. Sprichst du die Sprache perfekt? Ja. Ja. Wann bist du rübergegangen? Speak very well. America. Ja. Wann bist du rübergegangen oder wann hat man dich rübergemacht? Das war 10 Jahre, vor 8, 9, 10 Jahren. Vor 8 Jahren. Seitdem hast du eigentlich alle irdischen Güter, kann man sagen, abgelegt.
Ja, ich habe mir da eine kleine Existenz aufgebaut. Wie gesagt, ich habe meine Fernsehshow, das ist natürlich ja, nicht hier ja so. Du hattest ja erstmal nur diesen Wagen aus dem Kauf. Den Schiebewagen. Und ich habe wirklich 7 Monate mit dem Schiebewagen? Ein paar Monate. Ein paar Monate. Mhm. That's right. Ich weiß, was in Santa Monica los ist. Nicht? Das ist nicht ganz alte Vietnamkämpfer hauen einen um Bier an und so weiter. Der Spiegel TV, wenn ich das überhaupt sagen darf, hier in der Sendung gewinnen darf. Spiegel TV. Was ist schon Spiegel TV? Wer kennt das Spiegel TV? Nein, die haben mit dir ein Porträt gemacht. Die waren dort und haben, das wird diese Woche oder nächste Woche, glaube ich, gezeigt. Oder es war vielleicht schon im letzten Jahr gesendet worden. Nein, es ist ein neues. Ja, schon gelaufen. Ja, sieht schon. Guck mal, wie denn das? Na ja, gut so. Kollegen. War gut. Das ist schon im letzten Jahr gelaufen. Ja, okay. Da haben sie dich abgelichtet, wie du da mit dieser Mülltonne rumläufst, oder wie? Unter anderem, die waren in meiner Fernsehshow und dann haben die ein Theaterstück gezeigt, das ich im Augenblick in L.A. seit 65. Woche. 65. Woche spielt er ein Stück? Da spiele ich einen alten Professor, der den AIDS-Virus kreiert hat und das wusste er aber nicht, was die damit anfangen und das wurde dann später initiiert in die Schwarzen und in die Homosexuellen. Also das ist auf Tatsachen begründet. Mhm. Und wir hatten letzte Woche Fernsehpremiere, war die Elke Sommer da und auch Spiegel TV. Elke Sommer hat doch jetzt wieder 2 Millionen Mark von Chacha Gabor. Habe ich heute in der Zeitung gelesen, ja. Jetzt weiß ich auch, Gabor gesagt hat, Elke Sommer sei 67 und hat keine Haare mehr. Und strickt Pullover. Mhm. Aber ich kann dich beruhigen, die ist sieht noch sehr wunderschön aus. Die Chacha, die habe ich kennengelernt. Die Elke auch. Natürlich. Jetzt weiß ich, warum die Chacha nicht kommen wollte. Die sagt, wenn die Elke kommt, komme ich nicht. Ja, gut. Chacha ist ja nun, vielleicht hat sie Selbstgespräche geführt, ist auch egal. Mhm. Hollywood ist ja klein, ich weiß das, ich kenne da auch einige. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel da stehst und predigst in dem Fernsehchannel, in Englisch, hast du irgendwelches Publikum oder gehst du in die Kamera, würdest du vielleicht so nett sein, auch unter dem Aspekt, dass wir es nicht verstehen können, wenn wir gehen die Kamera Nummer 1, ganz kurz nur zu sagen, worum es geht. Hast du den Eindruck, dass du was rüberbringst durch die Fernsehlinse? Ja, sicherlich. Also ich sage zum Beispiel, hi, ladies and gentlemen, I'm Lanou from the Book of Light. Welcome here to the show. Du musst es aufstehen mit mir. Könntest du mich da auch sehen? Ja. Dürfte ich das mal machen und du gibst mir den Text immer? Du meinst, dass ich das immer auf Englisch sage und du gibst das weiter? Ja. Ins Ohr? Na so, laut. Na, ich stelle mich hin, weil ich sage, wenn man was rüberbringen will, muss man stehen. Nee, das unbedingt. Okay? Und du sagst mir immer, oder musst du später entscheiden, ob ich vielleicht tauglich bin für sowas, was du gemacht hast. Okay, also. Ja. Der Beginn einer großen Karriere. Ja. Wo, welche mache ich denn? So. Mach mal die da, ja. Die. So. Hier, er winkt da hinten, Nummer 2. Fang mal an, Alter. So. And goodbye, ladies and gentlemen, that was it. Ist ja gemein. Verbeugen. So machen. Goodbye. Thank you very much. Ich fange doch erst an, du Dämon-Mensch. Ich will doch mal eine Minute was rüberbringen. Oder geht das gegen dein Ethos? Meinst du das wirklich ernst? Ja, ich will es sehen, ob ich es bringe. Dann müsstest du erst mal Esoterik studieren. Brauche ich nicht. Okay. Du beginnst und singst die Mantra. Om Mani Padme Om. Also Kalle jetzt. Das machen wir. Om Mani Padme Om. Om Mani Padme Om. Jaule dich immer dazwischen mit. Om Mani Padme Om. Toll, war schon gut. Om. Bitte? Ja. Aum. Aum. Und dann sprichst du. Ladies and gentlemen, I am your Karl. Ich will das nicht verarschen, das Ganze. Ich wollte nur wissen, ob sowas ankommt. Es kommt tierisch an hier. Ja? Also Leute wollen einfach mal, die sind nicht mehr zufrieden mit den Erklärungen, die bisher von Wissenschaft und Kirche und so weiter gegeben wurden. Die interessieren sich dafür. Und die übrigens sozusagen finanzieren auch das Programm. Ne? Habt ihr zwischendurch auch so Pedigree-Pal-Spots? Was ist das? Für Hundefutter. So. Auf einmal sagt, oh Moment, wir müssen den Christian anders abblenden, jetzt kommt schon wieder hier After Scheveningen oder so. Das ist ganz interessant. Ich bin ja auf staatlichem Fernsehen. Das heißt,
Die anderen Shows kannst du alle kaufen. Meine Show kann nur gesendet werden, wenn die den Leuten gefällt, und Commercials nicht erlaubt. Ne? Ganz, ganz.